Ich wurde besiegt, du bist stark, nicht wahr? Oh, was soll ich sagen? Oh, stimmt ja, ich gebe dir diese Karte. Wie wär's mit einem Simorgh? Was ist das? Alex erhält Finsterlord Serato. Ah, das Ding. Okay. Ey, schiebt er mich einfach. Okay, dann brauchen wir dringend einen Speicherpunkt. Ich meine, hier vorne am Hafen ist ja einer. Lasst uns mal da durch. Top, 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 top. Stunden später. Speichere Daten. Jawohl. Müsste eigentlich nur Early 3, 3 der Simorgs ziehen. Da. Okay, es ist gespeichert. Zurück zum Startbildschirm. Dann. Fortfahren. Kriegst du auch Statistiken, wie viele Comments und so du kriegst? Auf YouTube oder was? Ja. Also, ich kann auch Chat-Statistiken nachgucken, aber die gucke ich im Regelfall nicht nach. Ein neues Ergebnis mit dem CPU-Duell auswählbar. Die bessere Frage ist: Hat das jetzt gereicht für das Einzelturnier 3 oder müssen wir noch. Ne, hat leider noch nicht gereicht. Das ist nicht so gut. Das heißt, wir müssen Spezialbedingungen erfüllen, um das Dreier-Turnier freizuschalten. Na gut, dann versuchen wir, wie wir es traditionell in letzter Zeit gemacht haben, in der ersten Runde nochmal mit den Schlangen das Deck zu besiegen, wer auch immer wir gerade freigeschaltet haben. Speichere Daten. Fry's Duel. Wen haben wir denn? Ja. Hier schon wieder drüber weg. Da unten was. Kurat, der Lichtmonarch. 7 Imperatoren. Oh Gott, Monarchendecker. Werden die Schlangen ja richtig eine Schnitte sehen. Okay. 7 Imperatoren. Aha. Auf geht's. Well, Stern. Ja, das ist die Schnellen und manchmal auch die Toten. Schlangenregen ist schon mal nicht schlecht. Wiedergeburt ist schon mal nicht schlecht. Törichtes Begräbnis für Baumfrosch ist. Uch. Und keine Verdeckten, damit auch er den Baumfrosch wiederkriegt. Ja, das Uch. Es regne Schlangen. Go Giga Gagagi Go. Regne diesen Phänomenon und den Kerl und den Kerl und dann darf es mal noch ein Grau regnen und dann bin ich glücklich. Dann hätten wir hier einen Schaden gleich Reptil. Machen wir erstmal einen Pokémon Goblin und gucken, was rauskommt. Nice. Mehr HP für den Gegner. Und Paul kommt den Goblin und gucken, was rauskommt. Für die Schlangengottheit ist natürlich schon mal was Gutes. Ja. Lass das tun. Wurmapokalypse im Angriffsmodus. Dann Opfer für die Schlangengottheit und Endphase. Was? Baumfrosch? Da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Soll ich verbreiten als Zombie? Dandelion? Hier sind viele Dinge passiert, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Grüherwächter. Ja. Das ist leider nicht, was ich gehofft hatte, was die KI jetzt tun würde. Mal für die Schlangengottheit. Ich hätte eigentlich gehofft, dass er für den Baumfrosch einen seiner Monarchen Tribut beschwört und gut ist. Und dann können wir den Monarchen und was auch immer sonst noch zerstören. Nope. Jetzt haben wir einen solchen verbreitenden Zombie und einen Dandelion und er kriegt gleich seinen Baumfrosch wieder. Das ist richtig kacke. Okay.
Ja, Wiedergeburt. Gebäre uns Venominon, den König der giftigen Schlangen, wieder. Alright. Naja, egal. Und dann kämen wir den solchen verbreitenden Zombie. Go-Giga wäre besser gewesen. Dann setzen wir mal Schaden gleich Reptil aufs Feld. Und Anfass. Und da kommt der Monarch. Ich hoffe, es ist nicht der Sardos. Zabok. Okay. So, mit Schaden der Kreptil können wir gerade nichts anfangen. Okay, ein Monarch runter. Regen ist jetzt gerade leider nicht gut. Dann spielen wir mal die Beschränkungsumkehr und hoffen, dass er keinen Möbius auf der Hand hat. Sonst sind wir ziemlich sicher dead. Okay, Angriff mit Zabok. Dann kehren wir die Beschränkung um zu diesem Venominon. König der giftigen Schlangen. Die Stones, okay, ohne Verdeckte. Dann scheint er gerade keine Tributes zu haben, das ist gut. Shit, ein Zahlungname. Hm. Okay, Mr. Veno, dann entfernen uns noch den Zabok schon mal. Hook indeed. Oh Gott, Rico, lichtverpflichteter Jäger. Mhm. Ja, kann man nichts machen. Und jetzt hat er auch wieder ein Tribut. Der da wäre ein Testalos. Na, wir haben gerade sowieso nichts Sinnvolles auf der Hand. Zahlungnahme, okay. Wir müssten dringend mal einen Reptil-Top decken und das jetzt in der nächsten Runde, sonst Problem. Nope, aber für die Schlangengottheit. Alles klar, dann verloren. Reset! Tja, diesmal waren wir sogar vorsichtig mit dem Schlangendeck, aber die haben einfach zu viel Removal. Da machst du nix. Sweet World. Na denn. Gehen wir wieder aufs Killerdeck, weil Jesus Christ Monarchen. Da bin ich schon froh, wenn das lichtverpflichtete Deck gewinnt. Kurat, der Lichtmonarch. Bumm. Wird geteilt? Was wird geteilt? Der Giftsumpf wird geteilt? Müsste gerade den Ehevertrag auflösen, oder was? Ist der Verdeckte? Können wir stürmen? Dann ist das wahrscheinlich kein Baumfrosch. Sturm! Oh, Jesus. Okay. TT und Spiegelkraft. Mhm, kein Ding. Kein Kavallerist. Alles klar. Weg damit. Ist das Ding eigentlich nachher gebannt worden? Ich weiß auf jeden Fall, dass der sehr schnell auf 1 limitiert worden ist. Der ist bestimmt auch schon auf 1 limitiert hier in diesem Spiel. Kein Kavallerist ist ein bisschen gut. Habe ich gehört. Verdeckter.
Ah, Jane, sehr gut. Aber wir beschwören jetzt erstmal diesen Gargonit hier, bitte. Ja. Da hätte ich Geruff aber gerne wieder. Geruff! Ich habe das Gift und ich nehme ein angenehmes Bad. Mach das her, Mats. Genieß das Bad. Und dann hätten wir da einen solchen verbreitenden Zombie. Ja. Yeah. Bitte, sie macht viel Durchschlagschaden, aber den sehe ich da sehr, sehr ungerne. Geruff, Angriff. Ich hoffe, wir ziehen was ordentliches durch Geruff. So ein Urteilsdrachen oder so, wenn nicht. Ja, ein Wolf. Den sehe ich auch ganz gerne. Eine Solar-Wiederaufladung. Na gut, das können wir mit dem Wolf kombinieren. Ein Blitzeinschlag, ja, ein Traum. Oh Gott, und noch ein seuchenverbreitender Zombie. Mhm. Seuchenverbreitender Zombie. Und seuchenverbreitender Zombie. Mhm. Ich hoffe, er hat keine Monster mehr. Oh, er hat sogar noch einen Triple Summon. Möbius, aber wir haben sowieso gerade kein Feld. Und Synchro, what? Oh, Rotdrache Erzunterwäldler. Ja, mei, gut, dass wir einen Spalt auf der Hand haben. Autsch. Finde ich ja gar nicht so nett. Scheinbar ist Kuratz auch ein stärkerer Jack. Nutzt seinen Effekt für nix. Ah. Oh. Na komm, dann können wir noch einfach verurteilen. Wir haben sowieso gerade nichts auf dem Feld. Urteilsdrache! Nein, kaputt. Dann Solar-Wiederaufladung. Weil es so viel Spaß macht. Dann könnten wir nochmal, aber ich spiele jetzt einfach Jane, damit wir auf der sicheren Seite sind. Und das war's. Urteilsdrache, hier kommt nichts. Und Jane, noch ein Platz. Bitte, Kuratz. Ah ja. Ja gut, du gewinnst. Jetzt sind wir leider in einer unangenehmen Situation, dass wir Stufe 3 Duellanten freischalten müssen, aber gerade keine Wege haben, Stufe 3 Duellanten einfach freizuschalten. Schade. Wir haben aber noch andere, kleinere Dinge, die ich noch eben schnell erledigen wollte. Story Modes. Dann flitzen wir doch mal eben schnell in unsere Basis rüber. Wo kamen wir am Dünn? Ach ja, genau, wir können hier vorne mit dem Schiff fahren, wo wir sowieso am Hafen sind. Piep, piep, tut, tut, lasst uns durch. Wir sehen schon so ein bisschen so, als hätte uns jemand auf den Kopf gepinkelt. Naja, lass uns mal aufs Schiff. Na. Juhu. Da sind wir wieder in unserer mehr oder weniger Heimatstadt. Mehr oder weniger. Welcher davon war noch gleich der Motorradladen? Ich glaube, das hier war der Kartenladen. Ne, das ist der Motorradladen. Okay. Ehrlich gesagt kann er sich auch duellieren, aber wir müssen schon gegen ihn duellieren. Unnötig. So, wir hatten noch nicht alle Teile gekauft, aber die meisten Teile gekauft. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, mein Gott, ist das teuer. Außerdem können wir die beiden hier noch kaufen. Und dann können wir die beiden hier noch kaufen. Und dann haben wir tatsächlich alle D-Runner-Zubehörteile gekauft, die es in diesem Spiel zu kaufen gibt. Und können uns einmal stolz auf die Schulter klopfen. Huch! Stimmt, ja, hier war ja tatsächlich eine Screen-Transition in ein komplett anderes Teilgebiet. Ganz vergessen. Ja, wir wurden gebeten, diese Strecken hier noch schnell zu fahren. Wer braucht den Müll überhaupt? Wir haben durch den Müll Duellanten freigeschaltet, deswegen brauchen wir den Müll überhaupt.
den D-Runner anpassen. Anpassen. Wir brauchen schnelle Teile, habe ich gehört. Hohe Haltbarkeit lässt sich nicht so gut handhaben. Einfacher Rahmen mit Balance, macht keine Probleme, ist leicht zu steuern. Wenig widerstandsfähig, ist egal. Wir müssen wohl oder übel auf wenig Widerstandsfähigkeit gehen. Dann haben wir den Top-Klasse-Motor, sehr viel Leistung, die nicht enttäuscht. Ja, damit. Hochklasse D-Runner CPU hat die Leistung, die sich viele wünschen. Ja, damit. Optionale Teile. Rahmenschild brauchen wir gar nicht. Schild. Braucht kein Mensch. Flügel. Reduziert den Luftwiderstand, um Beschleunigung und Maximalgeschwindigkeit zu erhöhen. Ja, Flügel kann man mal anbringen, denke ich. Booster brauchen wir, glaube ich. Booster macht uns nicht langsamer, oder? Der hier macht uns langsamer. Der hier macht uns schon mal sogar schneller. Erhöht die Geschwindigkeit. Reduziert jedoch die Handhabung. Tank ist größer. Erhöht zeitweise die Geschwindigkeit und Defekte auf das Benzin. Kann sehr oft im Rennen benutzt werden. Nehmen wir lieber den Booster 4, denke ich. So, dann haben wir hier noch Beschleuniger, Turbochip. Irgendwie machen die den Runner alle viel, viel schlechter. Die hier scheinen nur zu helfen bis Beschleuniger 2. Danach werden die irgendwie schlechter, was lustig ist. Also können wir einen Beschleuniger 2 einbauen. Alles, was wir Stärkeres gekauft haben, macht den Runner schlechter. Das ist ja gut. Okay, wir können auch die Farbe ändern. Ich meine, momentan hat er Pissfarben, aber jetzt ist er der ultimative Runner, also müssen wir ihn weiß machen, schätze ich. Schauen wir mal, wie grottig der sich ja nachher lenken lässt, wa? Der Booster so viel besser wiegt. Also ich habe oben in dem Ausschlag zumindest jetzt nicht so viel Negatives gesehen. Gucken wir mal. Hallo, kann ich Simulation starten? Ja, ja, starte Simulation, okay. Ach, das ist tatsächlich dann nur die Strecke hier. Ja, schauen wir mal, wie schlimm das wird. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir fahren oder ob wir nur eine Runde hier fahren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir welche Zeiten erreichen müssen. Wäre natürlich witzig zu wissen. Denkt sich gar nicht so schlimm, aber diese Hindernisse auf einer Seite zu haben, ist trotzdem die absolute Pest. Das Nervigere ist halt, dass wir nichts aushalten, ist, als wenn wir zu viel rammen, ist halt durch HP-Verlust verloren. Ich schätze mal, wir fahren nur diese eine Runde hier. Das lief gut. Black, traumhaft. Das war nicht optimal. Hier sind die Boosts leer. Kurven. Enge Kurve. Okay, 1,40. Und dafür kriegen wir feuchten Händeschlag, schätze ich. Ja, ich muss da mal gucken, was wir überhaupt wo erreichen müssen. Ich habe das nie nachgeguckt.
Gehen wir mal gerade eben in den WC-Modus rüber und dann gucken wir mal, wie er mit restlichen Stufe 3 Dualatten aussieht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit dem D-Runner noch viel machen will. World Championship. So, dann schauen wir mal gerade eben, was wir machen können. So. Batterieman, Charger und Thunder King Ryo haben wir schon freigeschaltet. Breaker und Marooning Captain haben wir schon freigeschaltet. Cyber End und Chimera Tech Überdacher haben wir schon. Ach, das sind die Tech Teams. Moment. Das sind Level 3 Teams, aber Level 3 Tech Teams. Die interessieren uns natürlich weniger. Hier, das sind die interessanten. Kauf alle Center Parts im Dual Runner Shop haben wir schon gemacht. 200 Stunden insgesamt spielen, wird jetzt spontan schwierig zu machen. Blue Eyes Ultimate Dragon beschwören ist eine der Herausforderungen, die wir erreichen müssen. Ich glaube aber den haben wir noch nicht. Ne. Woher würden wir den denn kriegen können? Das ist hier die große Frage. Ernsthaft jetzt? Da. Geiz. Eine Packliste. Blue. Ach, der Bindestrich, wer macht denn sowas? Blue Eyes Ultimate Dragon ist super rare im WC3-Paket. Dafür müssen wir 20 Duellanten 5-mal im CPU-Duell besiegen. Also das würde wieder dauern. Gibt's was Besseres? Spiele 200 Turbo-Duelle. Wird auch nicht passieren. Gewinne 3 Tag-Tournaments kann man machen. Das ist nur zweimal eben nochmal das Tag-Tournament. Hoffentlich schnell gewinnen. Ach nee, das ist... Jetzt bin ich wieder in der falschen Liste gelandet. So. 200 Synchro-Beschwörungen insgesamt machen, um Brionak freizuschalten. Wie viele fehlen uns denn? Wahrscheinlich sehr viele, wir haben nicht super viel. Duellberichte. Wir haben nicht super viele Synchro-Beschwörungen gemacht. 46 noch. Ah. Kauf alle Frontparts haben wir schon gemacht. Beschwöre Armed Dragon Level 10. Haben wir den bewaffneten Drachen Level 10 als Karte? Der Code funktioniert nicht, wenn du das Pack. Wenn ich das Pack bzw. die Karte noch nicht habe, funktioniert der Code auch nicht, ne? Drache. Bewaffneter Drache Level 7. Das sieht schlecht aus. Gib mal die ähnlichen Karten. 7. Okay, woher würden wir Level 10 kriegen? Dark Arms Dragon. Ach Quatsch. Wie heißt der nochmal? Heißt der nicht doch Arm Dragon? Level 10 ist im Championship 4 Pack. Dafür müssen wir auch noch ganz viele Duellanten ein paar Mal besiegen. Doof. Kauf alle hinteren Parts im Dual Runner Shop. Benutze 300 Speed Spells. Wird auch nicht so schnell passieren. Gewinne alle 3 Single Tournaments. Ja, wir haben Level 3 nicht freigeschaltet, also geht das auch nicht. Beschwöre Heraklinos im Duell. Können wir leider auch momentan nicht machen. Benutze insgesamt 750 Speed Spells. Gibt's noch einen für? Judgment Dragon haben wir schon freigeschaltet. Light and Darkness Dragon für 100 Spielstunden haben wir noch nicht freigeschaltet. Beschwöre Stardust Dragon Assault Mode. Beschwöre ultimative Ancient Gear Golem. Ja, schade. Ja, schade. Sollen wir es an dieser Stelle einfach enden lassen? Das sind alles Sachen, für die wir CPU-Duelle erst noch hier gewinnen müssten. Bis auf die beiden, die wir durch Game-Time freischalten können. Dafür müsste ich den Emulator einfach nur auf Speed-Up für eine Weile laufen lassen.
Wie viele haben wir denn bis jetzt besiegt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bin ich insgesamt schon 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, eine kleine Kleinigkeit können wir jetzt noch machen, weil wir haben sowieso noch ein bisschen Streamtime heute. Bis zum 15. Duelland ist es scheinbar nur ein einziger Duellsieg entfernt. Wir haben Krebons schon viermal platt gemacht und der Typ ist sowieso ein Loser. Ich meine, bei 15 gibt's auch noch, gibt's schon ein Pack, das wir freischalten. Müsste man gleich mal gucken. Wenn wir nach dem Duell gegen Krebons feststellen. Das wird ja nicht lange dauern, ihm mal eben schnell Platz zu machen. Dann fangen wir Jane an. Und locken das Licht für nix, ein Face. Eine Psy-Schnecke, ein Traum. Im Ernst, er macht das auf 100%? Ich würde fast behaupten, ich hatte dieses Spiel damals auf 100%, du. Wenn man viel online spielt und so, dann kriegt man die Spielstunden halt zusammen. Die anderen Karten, naja, die sammeln sich halt mit der Zeit, ne? Wenn man es einfach immer mal wieder spielt. Dann hätten wir hier eine Lumina und nutzen die Lumina und schmeißen mit diesem Schbalt und holen uns diese Lila. Direkter Angriff, hier kommt nix. Und dann hat bei mir nie funktioniert. Ja gut, im Emulator natürlich nicht, aber grundsätzlich hat der Online-Modus ja immer gut funktioniert. Man konnte ihn spielen. Problem mit dem Online-Modus war halt, also heutzutage sind sowieso die Server down, also geht das nicht mehr. Problem mit dem Online-Modus war halt schon immer, dass man online cheaten konnte bis zum Umfallen und ja. Sobald man in die Top-Ränge gekommen ist, beziehungsweise generell in die höheren Ränge, haben fast alle gegen jemanden angetreten, ist halt leider gecheatet und ja, es hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Okay. Dann können wir es hoffentlich jetzt schon beenden. Ist ja nur Krebons. Der wehrt sich ja nicht. Butterface. Jane, haus mal um, was ist das? Dr. Schädel. Traumhaft. Goodbye, Dr. Schädel. Ein neuer Dr. Schädel. Traumhaft. Bete, ah ja. Und du gewinnst. Jo, damit müssten wir unseren 15. Duellanten besiegt haben. Ich hatte außerdem das Gefühl, für einen Frame oder so ist gerade das Spiel irgendwie geglitscht, aber das ignorieren wir mal. Und? Nein, hat nichts freigeschaltet. Okay, dann nicht. Hätte ja klappen können. Okay, wir haben immer noch die extra halbe Stunde. Ich würde sagen, wir nutzen die extra halbe Stunde, die nur uns gegeben hat, einfach sinnvoll und machen nochmal was Lustiges mit diesem Spiel, wo alle Spaß dran haben. Wir nehmen... Ihr dürft einmal das letzte Deck voten. Welches Deck sollen wir benutzen? Wir gehen in ein Level 2 Turnier. Ihr könnt natürlich das Camel-Deck voten, wenn ihr wollt, aber es kann passieren, dass wir in der ersten Runde rausfliegen. Also würde ich dagegen empfehlen. Ja, wir haben Camels Sumpf, Battery Flats, Fairly Odd Deck, dann ist Lichtschalter Justice noch spielbar, I Wanna Be the Bushy und das Deck. Das sind die, die spielbar sind. Light Swan, scheinbar
Schauen Sie die Lights vor uns. Zwei für Kämme. Deck, Bushi, Bushi.